Herzlich willkommen in meinem Haus bei Elder Scrolls Online. Das ist der Vorplatz, wie man ihn sieht, wenn man das Haus betritt. Im rechten oberen Eck blende ich immer ein, wie die Stelle früher ausgesehen hat, beziehungsweise im Original. Wir gehen jetzt aber nicht in das Haus hinein, sondern gehen Richtung Crafting Station. Vorher werfen wir noch einen kleinen Blick in den Stall. Und hier ist jetzt die Crafting Station. Rechts seht ihr wieder, wie das ursprünglich ausgesehen hat. In der Crafting Station sind alle Crafting Tische, die es bei ESO gibt. Man kann also alles herstellen, wenn man die entsprechenden Fähigkeiten hat. Auch im ersten Stock hat es einige Crafting Stationen, wie man hier sieht. Hinter dem Pferdestall hat es einen Bereich, den man nicht so leicht einsehen kann. Dort steht zum Beispiel eine Guillotine. Auch hier blende ich rechts oben ein, wie der Ort im Original ausgesehen hat. Jetzt stehen dort ein paar Götzen herum für diejenigen, die sowas vielleicht gerne mal anbeten. Jetzt gehen wir über den Vorplatz zur Picknick-Area. Auch hier blende ich rechts oben wieder ein, wie das Gebiet im Original ausgesehen hat. Und weil wir jetzt gerade etwas Zeit haben, ein paar Worte zur Hintergrundmusik. Das Lied wurde von Kai Hawaii von Extra Breit und Marion Gold von Alphaville aufgenommen als Promo für das MMORPG Dark Age of Camelot. Das gab es nur im Rahmen einer Messe und ich habe da zufällig ein Exemplar ergattern können. So, weiter geht die Führung. Nachdem wir uns den Esstisch angeschaut haben, schauen wir jetzt, wo das Essen zubereitet wird. Hier wird zum Beispiel ein Spanferkel gebraten. Okay, es zappelt noch ein bisschen, aber das kann ja mal passieren. Aber jetzt gehen wir mal ins Innere des Hauses. Auch hier sehen wir im rechten oberen Eck, wie das Haus innen im Original ausgesehen hat. Als erstes werfen wir einen Blick auf die hauseigene Bank. Dann geht es weiter zum Thronsaal. Den Thron bekommt man übrigens als Belohnung dafür, wenn man im Cyrodiil, also im PvP-Gebiet, einmal Kaiser gewesen ist. Dann geht es in die Küche, wo gutes Essen zubereitet wird. Als nächstes werfen wir einen Blick ins Schlafzimmer. Hier steht mein bewegliches Bett, um das mich manche Kämpfer, insbesondere die Damen, beneiden. An der Wand hängt eine Uhr, die erstaunlich genau geht. Da gibt's keine Ausreden mehr, wenn man zu spät kommt. In die Badewanne läuft gerade warmes Wasser ein. Da kann man sich richtig entspannen. Dann geht es weiter in den ersten Stock. Im ersten Zimmer hängen an der Wand ein paar Steckbriefe. Um den Eingang zum nächsten Tor herum sind ein paar der Feinde aufgehängt, die ich bereits erledigt habe. In diesem Zimmer haust ein Mitbewohner. Aber keine Angst, die Spinne kommt nur in den allerseltensten Fällen hier heraus. Weiter geht's in eine Art Labor. Hier haben wir einen Blutbrunnen, der eine Maschine antreibt. Allerdings sind die Forschungen hier noch nicht ganz abgeschlossen, sodass die Ergebnisse der Forschung noch nicht bekannt sind. Oh, hier habe ich wohl jemanden in der Eisernen Jungfrau vergessen. Naja, kann passieren. Apropos vergessen, wir haben ja noch gar nicht gesehen, wie es hier im Original ausgesehen hat. Das hole ich jetzt nach. Ihr seht's wieder im rechten oberen Eck. Dann geht es hinunter in den Keller. Vorbei an ein paar Trophäen an der Wand geht's hinab. Rechts oben sieht man wieder, wie das früher ausgeschaut hat. Ich mag die Welt, der vergisst.
Manchmal finden hier geheime Treffen statt, aber das darf ich natürlich nicht verraten, sonst wären sie nicht mehr geheim. Dieser Ausgang führt in einen interessanten Bereich. Das wird insofern deutlich, wenn man sich das Original anschaut, wie es früher war. Wo vorher nichts als Wasser war, ist jetzt eine Art Pool, in die man sogar hineinspringen kann und rumschwimmen. Ja, und sogar ein Skyshot steht da. Leider bekommt man keinen Punkt dafür, wenn man ihn sich ansieht. Der letzte Bereich liegt ein bisschen versteckt und das hat auch seinen Grund. Angeblich sollen hier irgendwelche Leute gefoltert worden sein. Ach, das weiß ich natürlich entschieden von mir. Die entsprechenden Geräte stehen nur zufällig hier, ganz bestimmt. Ja, nun sind wir am Ende der kleinen Führung durch mein Haus angekommen. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn ihr das Haus besuchen wollt und im Original sehen wollt, ist es selbstverständlich möglich. Auch wenn ihr nicht in meiner Freundesliste oder in einer meiner Gilden seid. Das geht entweder über das Add-on Port to Friends House, ihr müsst dann als Hausbesitzer einfach Add Aranita eingeben. Es geht allerdings auch ohne Add-on. Dazu gebt ihr im Chat einfach diesen Text ein, der jetzt am Bildschirm erscheint. Ich würde mich freuen, wenn ich euch bald dort sehe.